Ein Schreckensfürst. Wir kriegen ganz gute Zufallseinheiten dieses Mal. Muss ich ja ehrlich zugeben. Sind eigentlich alle... Nein, dir fehlt noch eine Waffe. Euch fehlen auch noch Waffen, merke ich gerade. Na gut, erstmal bauen wir den Monsterhort. Oh, und der eine Quetscher ist kaputt. Dort bauen wir mal einen Schrumpfer hin. Wie gesagt, Fallen werden irgendwie nicht berechnet, wenn ich sie verkaufe, sondern nur, wenn ich sie, genau, wenn ich, wenn sie aufgebraucht sind und ich neue platziere. Ja, der Fallengang ist definitiv tödlich. Okay, ich habe nicht genug Material. Doch, jetzt habe ich genug Materialien für den Monsterbau und für einen Taurus. Und jetzt warte ich noch. So. PC-Materialien um und gebe weiteren Einheiten Waffen. Dir zum Beispiel. Dir fehlt die Waffe. Dir fehlt die Waffe. Dir fehlt die Waffe. Noch ein Schreckensfürst zum Trainieren. Sehr schön. Du gehst auch mal trainieren. Ha. Das läuft ja. Gut, ihr portet euch jetzt alle wieder da rein. Oh, im nächsten Raum ist eine Truhe, die hole ich erstmal. Hi, Nekromanten. Weg mit euch. Die sind weg. Dann gucken wir kurz in die Truhe, was da drin ist. Und es ist eine Rune darin. Sehr schön. So, jetzt machen wir aber erstmal den Raum frei, weil wir dann noch mehr Missionen kriegen. Ich habe das letzte Mal so gemacht, die ganze Krypta aufgedeckt und bin dann in den Raum rein, aber das kann man auch so machen. Was wollte ich jetzt? Genau, Ball mal kurz hier in porten und neue Arbeiter rufen. Ich könnte Aushebung freischalten. Dadurch habe ich einen neuen Trupp. Sehr gut. Dadurch könnte ich mir hier einen kleinen Wachtrupp machen. So, du gehst erstmal was essen. Also, falls doch mal Helden durchkommen sollten, ist das hier jetzt mein... Ich hau ordentlich drauf, Trupp. Habe ich den jetzt aus Versehen zum Essen geschickt? Ja, der geht jetzt erstmal essen. So, und den Taurus, den Minotaurus. Der sollte eigentlich auch essen. So, geh mal essen, dann porten wir dich. Währenddessen porten wir Baal mal hierher zurück. Und übernehmen jetzt mal den Pumpraum. Two of them are somewhere on this one. A propeller of sorts and some cogwheels. Then there is some kind of piston that should be located near our dungeon, and a maneuvering console that must be fetched from a location on the world map. I suggest you get going while I instruct one of the workers to do the actual assembling of the pump. Jo, sehr. Wow, wir haben jetzt einen Gratis-Tauchen gekriegt. Jo, haben wir. Okay, dann können wir die beiden Jungs mal wieder da rausschicken, dass wir nicht unkontrolliert Einheiten kriegen.
So, und dich porten wir in dein neues Zuhause. Genau. Hier sorgst du für Gold und für mehr Helden und mehr Umf und so weiter. Okay. Nächster Schritt. Die Fallen dürften die Helden ganz gut abhalten. Deswegen schicken wir erstmal Baal hier rüber. Und holen hier das Teil, was hier fehlt. Und dann machen wir den Dungeon unsicher. Wobei, Trupp 4 könnten wir... Die anderen drei Trupps sehen nämlich gerade nicht so gut aus. Trupp 4 könnten wir theoretisch losschicken. Nö. Wir holen erstmal die Kerze und das letzte Teil, das eine Teil hier unten. Weil da brauchen, müssen wir eh Weltkartenüberfälle machen. Heroes are entering your dungeon. Ja, einfallende Helden. So, ich könnte jetzt volles Haus noch machen. Sollte ich vielleicht auch. Oh. Gegner zum Moschen. Ja, das Teil ist die Kerze. Die Kerze ist hier oben. Der trainiert. Sehr schön. Die Kerze und das eine Teil von da unten holen. So. Hier war, glaube ich, sogar... Ah, hier war noch ein Raum. Ja, hier war ein Raum, wo es sogar weitergeht. Und hier ist so ein Heldenhochgang, von denen ich immer munkel, dass da Helden kommen. So, mach die mal besoffen. Nö, ich würde fast schon sagen, ich mache jetzt die besseren Fallen. Aber ganz ehrlich, was kann ich anderes noch machen? Ich kann Einheiten ausrüsten. Die sind ja gar nicht richtig ausgerüstet, Squad 4. Und nicht mal richtig trainiert, sehe ich gerade. Dann geht mal trainieren für mich. Jo, du sammelst mal die Kerze hier ein. Here are the candles, Renfield. Now hand over that reward. I'm kind of busy drowning and slaughtering a horde of necromancers. Two. What am I supposed to do with two measly candles? I said four. I'm walking. What? Here. No. You said two. Take these candles and give me the juicy stuff, or I might just take my chances here with that sludge lord of yours. No, dear. I'll tell you where to find two more candles. Go get them. For I will become both sad and one could possibly do something really bad. How am I there yet? Ja, dass der Typ da einmal Oscar gegen das Kinn haut und der hin ist, das traue ich dem sogar noch ganz gut zu. So, ihr seid jetzt auf dem richtigen Level. So, also, wir haben das Teil, wir haben... Das Teil da oben fehlt noch übrigens. Und nein, es geht schon los, oder? Na, sieht nie doch nicht so aus. Ich warte. Ja, die wird jetzt glitscht die. Habt ihr, seht ihr das? Aber noch nicht ganz so übel, oder? Aber nicht wegen dir, oder? Also irgendwas ist da nicht ganz in Ordnung. Ich hoffe, das nimmt jetzt nicht wieder solche Ausmaße wie vorhin.
Das ist ja noch verkraftbar, dass es hier auf der Übersichtskarte ist. So, Essen, Essen. Und dass es noch nicht hier glitscht. So, du spielst mal letztes Bollwerk. Falls doch mal ein Held durchkommen sollte. Genau, guckt. Okay, das ist, glaube ich, noch zu verkraften. Liegt das an irgendeiner Falle hier? Nein. Okay, dann stelle ich mal wieder alle neu auf. Kann ich mal richtig sehen, wo ich Fallen platziere? Ah, das gibt's doch nicht. Na doch, so sehe ich es. Gift. Also Säure, Säure, Säure. Plattmacher. 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 Und zwei von denen. Dahinter. So. Die Fallen sind platziert. Solange der Glitch sich so in Grenzen hält, finde ich es okay. Also das letzte Mal war es richtig übel. Da sah nämlich die Krypta hier drüben aus wie ein Borgschiff. Ja, wirklich. Oh, ein Baal sollte sich auch nicht darum treiben. So, schicken wir lieber, gucken wir mal kurz. Die sind alle satt. Also schicken wir sie mal los. Kerze. Kommt eine? Kerze. Kerze und Maschinenteil. Und mein Maschinenteil, glaube ich, etwas garstig ist. Kerze hingegen. Oh, Kerze kann noch garstiger sein. Weil selbst das Maschinenteil war so verglitscht, dass ich keinerlei Überblick hatte. Aber die da sollte ich eigentlich gut wegkriegen. Hoffe ich jedenfalls mal. Ich mache mir eher Sorgen um das hier. Obwohl hier nur ein Gegner ist, so wie das aussieht. Aber da könnte man manchmal meinen, dass der Schein ein bisschen trügt. So, die Kerze ist fertig. Toll, hier sind genauso Zauberer und Krieger im Weg. Helf ich mal ein bisschen nach. Ja, irgendwas glitscht hier ein bisschen. Irgendwas an der Stelle hier am Heldeneingang. So, Überfallerfolg. Ah, und ich hätte gern meine genaue Liste wieder. Ich weiß nicht, woher die Glitches in dieser Mission kommen. Aber der da hält sich wenigstens in Grenzen im Gegensatz zum letzten. Hoffen wir einfach mal das Beste, dass es dabei so bleibt. So, die letzte Kerze kommt jetzt auch gleich hoffentlich mal. Wird zum Glück auch immer schön angegeben, wo die Jungs gerade noch sind. Ah, nein, nein, nein. There now. Take your candles and go, you loon. What? One is missing. I need five candles, not four. What are you? Some kind of slapdash layperson? It's called a pentacle star. Pentacle. Ugh. If you haven't noticed, I'm pretty damn busy at the moment. Just take the candles and give me the reward or face the consequences.
gobbledygook. I've had consequences all over my face since before I was born. You'll be rewarded when foul-smelling fumes What's are the rising point from all tips of my star. Go look in the prison cells. I felt a truly horrid stench as I passed them earlier. Genau. Jetzt gehen eigentlich, glaube ich, gleich die Gefängniszellen auf. Und die Gegner kommen hier raus. Und jetzt hat eigentlich das Geglitsche angefangen, das letzte Mal. Jetzt laufen nämlich hier die Gegner einfach mal so rum. Aber es sieht gut aus. Sieht okay aus.